Villeneuve-Saint-Georges bei Paris. In diesem Krankenhaus wurde Christophe Vigneault vor ein paar Jahren operiert. Nach der OP entzündete sich sein Bein. Er wird seitdem mit Antibiotika behandelt. Doch der resistente Keim ist noch immer präsent. Seine Chancen, das Bein zu behalten, stehen schlecht. Guten Tag. Guten Tag. Christophe Vigneault hat einen Termin bei Dr. Olivier Pathé. Er ist Facharzt für Infektionskrankheiten. Wir kommen momentan mit der Behandlung nicht voran, da die klassischen Medikamente keine therapeutische Wirkung zeigen. Ich bin es nicht leid, aber ich mache mir Sorgen und diese Beunruhigung kann schnell in eine Verzweiflung umschlagen. Dr. Pathé kennt viele Patienten in dieser Situation. Bakterien werden immer resistenter und entsprechend wirkungslos sind Antibiotika-Behandlungen. Patienten wie Christophe Vigneault stecken in einer therapeutischen Sackgasse und können nur auf ein Wunder hoffen, das ihnen eine Amputation erspart. Eine schwierige Situation, denn wir sind machtlos. Wir finden keine Lösung. Wenn der Arzt von einer Amputation spricht, ist das hart. Vor allem, wenn man seit Jahren um sein Bein kämpft, um genau das zu verhindern. Doch es existiert eine Alternative. Und Dr. Pathé würde sie nur allzu gerne anwenden. Die Methode besteht darin, spezifische Viren zu verwenden, die diejenigen Bakterien töten, die Infektionen verursachen. Es gibt Viren, die Krankheiten auslösen. Es gibt aber auch Viren, die uns heilen können. Bakteriophagen oder in der Kurzform Phagen sind Viren, die sich Bakterien zunutze machen, um sich schneller zu vermehren. Durch ihre Vermehrung töten sie Bakterien ab und heilen en passant die Infektion. Jedem Bakterienstamm entspricht eine spezifische Familie von Phagen. Phagen können zum Einsatz kommen, wenn Antibiotika versagen. Diese Therapie nennt sich Phagentherapie. Phago bedeutet auf Griechisch Essen. Der Haken dabei, diese Behandlung basiert auf der Verwendung von Viren, was den aktuellen Kriterien zur Zulassung von Medikamenten in Europa nicht entspricht. In Frankreich, trotz vielversprechender Erfahrungen, ist die Therapie auch in Ausnahmefällen nicht zugelassen, zum großen Bedauern von Dr. Pathé. Das alles hier sind Akten von Patienten. Dutzende von verzweifelten Menschen, die diese Therapie sofort anwenden würden, wenn sie könnten. Die Phagentherapie ist ein Hoffnungsträger. Sie ist eine Alternative zur Amputation infizierter Gliedmaßen. Das ist schon eine große Sache. In Frankreich, am Institut Pasteur, entdeckte der Forscher Félix Derelle vor mehr als einem Jahrhundert Bakteriophagen, also lange vor Antibiotika. Mehrere Jahrzehnte lang arbeiteten die Wissenschaftler des Instituts an der Phagentherapie, die sich weltweit ausbreitete. Doch mit der Wirksamkeit von Antibiotika und deren einfacher Anwendung konnte die Phagentherapie nicht mithalten. Die Forschungsarbeiten über Phagen und deren Produktion wurden gestoppt. Doch im Hinblick auf die steigende Resistenz von Bakterien gegenüber Antibiotika ist die Phagentherapie wieder im Gespräch. Der Forschungsbeauftragte am Institut Pasteur, Laurent Desbarbieux, arbeitet seit 2006 an der Phagentherapie. In einer Kühlkammer bewahrt er Spuren der damaligen Methode auf. Hier haben wir Bakteriophagen in Lösungen, die in den 1950ern, 60ern und 70ern hier im Institut Pasteur vorbereitet wurden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es keine spezifischen Antibiotika-Behandlungen. Die Entdeckung von Phagen war ein extrem wichtiger Fortschritt in der Therapie bakterieller Infektionen. Um Bakteriophagen zu finden, muss man nicht lange suchen. Sie tummeln sich im Abwasser. In der Umwelt gibt es Millionen, Milliarden von Phagen. Sie sind allgegenwärtig. Überall dort, wo es auch Bakterien gibt. Abwasser ist ein an Bakterien reiches Milieu. Daher suchen wir dort auch nach Bakteriophagen. Wie Phagen in Aktion treten, beobachtet man am besten in einer Petrischale. Nach ein paar Stunden wird der Nährboden durch die Vermehrung der Bakterien undurchsichtig. Man gibt ein paar Tropfen Phagen hinzu und wartet ein paar Stunden.
Überall dort, wo ich einen Tropfen mit Phagen hinzugegeben habe, erkennt man eine komplette Zerstörung der Bakterien. Jedes Mal, wenn ein Phage auf ein Bakterium trifft, wird er es infizieren und diese Infektion führt in der Mehrzahl der Fälle zu einer Zerstörung der befallenen Bakterien. Wenn wir diesen Vorgang mehrfach an einem Infektionsherd wiederholen, an einer infizierten Wunde, wo sich zahlreiche Bakterien befinden, dann wird man feststellen, dass die Phagen fast die gesamte Anzahl der Bakterien, im Idealfall auch alle Bakterien zerstören, die sich am Infektionsherd befinden. Hallo Perrine. Hallo Laurent. Hier die Proben. Wir schauen uns diese gierigen Viren mal unter Mikroskop an. Einem elektronischen. Hier eine Lage mit infizierten menschlichen Zellen. Ein Zoom auf die Materie zeigt die Bakterien in Stäbchenform und an deren Oberfläche kleine weiße Punkte, die Bakteriophagen. Hier, hier, da und da, andere hier. Sie alle docken an der Oberfläche der Bakterien an. Die Phagen übernehmen die Kontrolle über die Bakterien und vermehren sich. In knapp einer Stunde sind die Bakterien verschwunden, während sich zahlreiche neue Bakteriophagen gebildet haben. Unter optimalen Laborbedingungen dauert es nur wenige Stunden, bis die Phagen alle Bakterien zerstört haben. Im Hinblick auf Antibiotikaresistenzen ist diese Art der Behandlung ein Hoffnungsschimmer für Patienten, die mangels neuer Antibiotika in einer therapeutischen Sackgasse stecken. Doch zunächst muss die Phagentherapie als Behandlung anerkannt werden. Dafür setzt sich Jérôme Gabart ein, Geschäftsführer einer Start-up-Firma im Großraum Paris. Eine komplexe Aufgabe, denn die Gesetze haben sich seit dem Ende der ursprünglichen Phagentherapie grundlegend verändert. Damit eine Behandlungsmethode zugelassen wird, müssen strenge Kriterien beachtet werden, in Hinblick auf Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit der Medikamente. Und die Phagentherapie ist daher problematisch, da sie keine herkömmliche Methode ist. Die bisherigen Produkte zur Behandlung von bakteriellen Infektionen, Antibiotika oder andere chemische Moleküle sind ausnahmslos inerte Substanzen, deren gesetzlicher Rahmen streng geregelt ist. Wir bieten eine Behandlung mit lebenden biologischen Materialien. Dafür existiert kein gesetzlicher Rahmen. Wir müssen den Weg öffnen, damit neue Regelungen von den Arzneimittelbehörden verabschiedet werden können. In diesen Laboren werden die Therapien der Zukunft entwickelt. Die Sicherheitsvorschriften sind sehr streng, denn hier werden Phagen an besonders resistenten Bakterienstämmen getestet. Da nicht alle Phagen dieselbe Art von Bakterien angreifen, müssen deren spezifische Eigenschaften identifiziert werden, um die leistungsfähigsten auszuwählen. Tausende von Bakteriophagen werden in einem Tiefkühlschrank konserviert, um Mischungen zu erproben, die fähig sind, die hartnäckigsten Bakterien zu bekämpfen, wie Staphylococcus aureus oder Escherichia coli. Die Verfahren zur Anerkennung der Phagentherapie sind langwierig. Und für viele betroffene Patienten ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Ihre einzige Alternative ist die Behandlung in einem Land, in dem die Phagentherapie noch angewendet wird. Serge Fortunat hat diesen Schritt gewagt. Nach einem Motorradunfall hat er 37 Jahre lang gegen eine Infektion gekämpft. 2012 blieb ihm als einzige Lösung die Amputation. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht mehr weiter wusste. Ich wollte sterben. Zu diesem Zeitpunkt liest er einen Artikel über Phagentherapie und entdeckt, dass man sich in Georgien behandeln lassen kann. Da habe ich mich entschieden, nach Georgien zu reisen. Das war meine einzige Hoffnung. Ich habe mir gesagt, warum soll ich das nicht probieren? Serge Fortunat fliegt in die georgische Hauptstadt Tiflis und unterzieht sich dort der Phagentherapie. Er filmt die Ärzte, die ihn behandeln. Hier reinigt der Arzt meine Wunde und entnimmt Proben. Und hier sieht man die Krankenschwester, die mir ein Stück Gaze auflegt. Auf diesen Bildern sieht man, wie eine mit Bakteriophagen getränkte Gaze auf die infizierte Wunde aufgelegt wird.
Der Verband wird geschlossen und der Vorgang wiederholt, 20 Tage lang. Und Tag für Tag sieht man, wie sich die Wunde langsam schließt. Die Ränder verengen sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Ein paar Monate später ist die Wunde am Bein geschlossen. Serge Fortuna ist gesund. Die Entzündung ist geheilt. Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, war die Wunde noch infiziert. Jetzt ist alles gut. Serge Fortuna wird zu einem eifrigen Verfechter der Phagentherapie. Er produziert einen Film und gründet eine Website, um seine Geschichte zu erzählen. Er berät andere Betroffene, für die eine solche Behandlung die letzte Chance ist. Eine Therapie, die insgesamt um die 5000 Euro kostet. Bevor die Phagentherapie in Frankreich zugelassen werden kann, muss sie zunächst am Menschen getestet werden. Und dafür müssen Phagen in großem Maßstab produziert werden. Das übernimmt ein pharmazeutisches Unternehmen in Südwestfrankreich. Clean Cells. Audrey Larieux ist Produktionsleiterin. Sie zeigt uns das Herstellungsverfahren dieser Therapie, die in absehbarer Zukunft am Menschen getestet werden wird. Aus einem Tiefkühlschrank entnimmt sie einen Phagenstamm. Okay, wir beginnen jetzt die Produktionsphase. Diese Phagenprobe muss nun vervielfacht werden. Dafür wird sie mit Bakterien versetzt. Das Gemisch kommt in einen Inkubator, wo sich die Phagen unter günstigen Voraussetzungen entwickeln. Sie werden kräftig durchgeschüttelt. Nach 17 Stunden im Inkubator bei 37 Grad ist die Produktionsphase beendet. Hier habe ich ungefähr 1 Milliarde Bakterien und 1000-mal so viele Phagen, also 1 Billion. Sie gehören alle zum selben Phagenstamm, 1 Billion identischer Phagen. Die 14 Phagenarten werden separat produziert und anschließend in bestimmten Mischungen abgefüllt. Jedes einzelne der insgesamt 600 Fläschchen enthält mehrere Phagenstämme. Diese Mischung wird in ein Krankenhaus gebracht für klinische Testreihen. Sie enthält 1 Milliliter Phagenmischung. Das Krankenhaus Percy in Clamart, südwestlich von Paris. Hier beginnen bis in ein paar Monaten die ersten großen klinischen Tests mit Phagenpräparaten. Jérôme Gabart hat einen Termin bei Dr. Patrick Jo. Er koordiniert die klinische Studie. Jérôme Gabars Firma hat 2 Phagentherapien entwickelt, die nun bald, nach erfolgreichen Tierversuchen, am Menschen getestet werden. Es ist das erste Mal, dass klinische Tests durchgeführt werden. Wir haben dafür das Projekt PhagoBurn entwickelt. Wir wollen mit diesem Frust brechen, wenn man plötzlich in einer therapeutischen Sackgasse steckt. Die Phagenbehandlung wird zunächst an Patienten mit schweren Verbrennungen getestet. Wir sind zuversichtlich, dass wir die klinischen Studien erfolgreich abschließen werden und Phagen bald zusätzlich oder als Alternative zu Antibiotika zum Einsatz kommen. Eine Zulassung dieser neuen Behandlungsmethoden und Medikamente wird erst in ein paar Jahren spruchreif sein. Doch bereits nach erfolgreichem Abschluss der Testreihe können Patienten eine zeitweilige Genehmigung beantragen, die von den Arzneimittelbehörden individuell geprüft wird. Zum Abschluss noch ein Ausflug in die bunte Welt der Bakterien. Entdecken Sie unter arte.tv/futuremac die 2 Kilo Bakterien, die unseren Körper bevölkern. Und das in einem einzigartigen Zoo, Micropia, in Amsterdam. Verblüffende Exemplare und mindestens genauso interessant wie Affen und Giraffen.